Es ist wieder soweit. Heute gucken wir uns Misprints an. Um genau zu sein, gucken wir auch, wie viel diese Karten dann wert sind. Das hier ist schon der dritte Teil. Falls ihr den ersten oder zweiten Teil verpasst habt, klickt einfach mal oben aufs i. Da kommt ihr dann zum ersten oder eben zweiten Teil. Doch hier würde ich sagen, legen wir direkt los. Wir fangen heute etwas langsamer an und gucken uns zunächst einmal diese Karte an. Und ja, diese Karte hat keinen Namen. Ja, des Öfteren gibt es mal, dass Karten eben keinen Namen aufgedruckt haben. Es ist schon ziemlich selten, aber hier zum Beispiel ist das eben der Fall. Es handelt sich bei der Karte natürlich um Blockdrache, die zwar generell verboten ist, aber diese Karte wurde verkauft, als sie noch erlaubt war, was sie natürlich auf jeden Fall noch ein bisschen wertvoller gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Doch jetzt fragt man sich natürlich, wie viel das Ganze überhaupt wert ist. Denn ja, es steht einfach der Name nicht drauf. Diese Karte ist nicht legal turnierspielbar. Und dennoch wollten natürlich viele Leute diese Karte haben. Doch für wie viel wurde sie denn überhaupt verkauft? Ja, ich sag mal so, fürs Dreistellige hat es nicht ganz gereicht. Diese Karte wurde eben für 70 Euro verkauft. Ist auf jeden Fall ein netter Preis und ich denke mal, hat sich gelohnt, diese Karte zu verkaufen. Bei der nächsten Karte handelt es sich um eine ziemlich alte Karte, um genau zu sein, um Testalos, der Feuersturmmonarch. Und ja, diese Karte wird aktuell im exzellenten Zustand für 30 Euro verkauft. Doch wie viel wird sie wohl verkauft, wenn sie A, ein Misprint hat und zusätzlich noch einen relativ guten Zustand hat? Doch bevor ich euch hier raten lasse, gucken wir uns natürlich erstmal an, wie diese Karte aussieht, denn ihr wisst ja gar nicht, was jetzt genau der Misprint ist. Ja, hier seht ihr die Karte und wie wir sehen, auch hier irgendwie ist der Name nicht ganz drauf. Er ist ein bisschen leserlich ganz unten, auf jeden Fall sehr verrutscht. Der Zustand ist vielleicht auch exzellent eher, aber ein Misprint ist deutlich erkennbar. Nur für wie viel wurde diese Karte jetzt verkauft? Naja, zunächst einmal ist natürlich klar, dass Karten, die etwas älter sind, zum Teil A, schwieriger zu kriegen sind, aber eventuell auch nicht so beliebt sind. Zum Beispiel bei Testalos. Wann hat man das letzte Mal Testalos gespielt? Ist schon ein bisschen her auf jeden Fall. Von daher ist die Frage, wie viel will man für diese Karte ausgeben? Klar, für die Sammlung sieht er garantiert sehr schick aus. Und Trommelwirbel, diese Karte wurde für 100 Euro verkauft. Und wenn man bedenkt, was wir schon für Karten hatten alles, kann man sagen, es ist eine Ultimate Rare. Hier hätte man definitiv vielleicht sogar noch mehr verlangen können. Bei der nächsten Karte handelt es sich ebenfalls um eine Ultimate Rare. Ja Leute, heute geht es ein bisschen um Ultimate Rares. Und wir sehen hier erstmal eine Kopie der Karte, wie sie aussehen würde, wenn man sie im Original hätte, ohne Misprint. Und zwar hier. Ja, es handelt sich um eine Neo-Weltraum-Karte und ja, ist schon ziemlich nice und auch schon ganz schön alt. Jetzt natürlich die Frage, wie sieht der Misprint aus und für wie viel wurde sie verkauft? Wir gucken uns den Misprint an und zwar so sieht das Ganze aus. Und ihr fragt euch jetzt natürlich noch, was ist hier schief gelaufen? Ich frage mich auch, es sieht zum einen Teil ein bisschen aus wie eine Super Rare, aber zum anderen aber auch wie eine Ultimate Rare, aber es hat ja auch goldene Schrift, also vielleicht doch eine Ultra Rare. Naja, auf jeden Fall ist hier einiges schief gelaufen. Der Ultimate-Effekt ist halt irgendwie nur, also nicht mal zur Hälfte gedruckt worden. Und so sieht das Ganze eben aus. Wichtig, die Karte ist sogar First, also ziemlich, ziemlich nice. Doch jetzt, wer will diese Karte haben? Für wie viel kannst du sie Teil deiner Sammlung nennen? Trommelwirbel nochmal. Diese Karte wurde verkauft für 205 Euro. Und das ist schon ziemlich, ziemlich viel. Aber auch hier, wäre da nicht vielleicht sogar mehr drin gewesen? Also ich habe sowas wirklich noch nie gesehen. Sieht ziemlich crazy aus. Und ich finde diesen Effekt eigentlich sogar wirklich cool, weil es quasi eine Ultra-Rare, Ultimate-Rare-Karte ist, was schon ziemlich selten ist. Wie gesagt, ich sehe das allererste Mal. Und vielleicht hätte man hier vielleicht noch mehr nehmen können. Oder vielleicht wird diese Karte in Zukunft ja nochmal verkauft und dann eben für viel, viel mehr. Doch bisher haben wir uns hier nur Karten angeguckt, die eben schon ein bisschen älter sind, beziehungsweise die halt eigentlich gar nicht gespielt werden. Und genau deshalb gucken wir uns eine Karte an, die deutlich mehr grundsätzlich wert ist und vor allen Dingen, die jetzt noch in der Meta gespielt wird. Die Karte, um die es sich handelt, ist Invocation. Um genau zu sein, Invocation natürlich in Ultimate Rare. Und ja, auch hier haben wir wieder einen ziemlich nice Misprint. Doch bevor wir uns Misprint angucken, gucken wir uns erstmal an, wie viel die Karte aktuell eigentlich geht. Und wir sehen hier, die aktuelle Karte kann man für um die 60 Euro eben kaufen. Ja, nicer Preis auf jeden Fall. Doch wie sieht der ganze Misprint aus? Wichtig hier, prägt euch das Bild ein. So sieht eine Ultimate Rare Invocation aus.
Und ja, was soll ich sagen? Das hier ist der Misprint. Seht ihr es? Seht ihr es vielleicht? Vielleicht, also ich meine so ein bisschen. Ich kann auch ein anderes Bild zeigen. Vielleicht das hier? Oder das hier? Vielleicht erkennt es hier besser. Ja, generell erstmal könnte man sagen, hä, die Karte hat doch gar kein Misprint. Darum genau sein, guckt mal aufs Bild. Ja, Leute. Wieder eine Super Rare oder eine Ultra Rare, die sich da irgendwie untergeschlichen hat. Ja, auch hier fehlt der Ultimate-Effekt wieder der Karte. Das Bild ist einfach ganz normal und ist eben nicht eingestanzt, so wie es bei Ultimate Rares eben üblich ist. Ich muss auf jeden Fall sagen, das hat schon ziemlich Style. Ich meine, klar, die Karte sieht generell genauso aus wie jede andere Invocation Ultimate Rare auch, nur eben, dass das Bild nicht eingestanzt ist. Und das, finde ich, hat relativ viel Style und das dachte sich auf jeden Fall auch der Käufer. Denn jetzt ratet mal, für wie viel diese Karte verkauft wurde. Und ja, Leute, es ist eine Menge Geld. Diese Karte wurde nämlich in einer Facebook-Gruppe versteigert und sie wurde für sage und schreibe $675 versteigert. Wenn das nicht mal eine Hausnummer ist. Gehen wir jetzt mal weg von den Ultimate Rares und kommen wir mal zu einer Ultra-Rare-Karte, um genau zu sein, zu Construct. Ja, Construct ist eigentlich eine ziemlich nette Karte und ihr seht ja auch schon, ja, ist halt ein Construct, ne? Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, wo ist hier der Misprint? Ja, ich sag's euch, das hier ist nicht die einzige Karte, denn eigentlich sind es drei Karten und wenn man genauer hinguckt bei der einen Karte, sieht man unten rechts schon ganz leicht etwas, aber auch wirklich nur ganz leicht. Wenn man jetzt jedoch alle drei Karten sich anguckt, dann sieht man, ja, irgendwie fehlt hier etwas Farbe. Sie sind etwas blasser, beziehungsweise einfach heller. Jetzt könnte man auf jeden Fall denken, dass diese Karten eben vielleicht zu lange in der Sonne lagen, aber nein, diese Karten kommen ganz frisch aus dem Structure Deck und ja, haben einfach zu wenig Farbe. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich meine, wie? Also jetzt mal wirklich, wie konnte das Ganze passieren? Und auch beim Inubis-Zeichen unten rechts bei der mittleren Karte könnte man fast denken, dass die Karte nicht goldend ist, also das Kästchen, sondern eben Silber. Crazy Misprint auf jeden Fall. Ich frage mich wirklich, wie so etwas passieren kann. Doch, ich will euch natürlich nicht länger vorenthalten, für wie viel diese Karten verkauft wurden. Dieses Playset wurde für 15 Euro verkauft. Das heißt, 5 Euro pro Karte. Klar, ist jetzt nicht ganz so viel, aber wenn man bedenkt, dass hier eigentlich nur ein bisschen Farbe fehlt, ist es doch schon ganz schön viel. Zu Beginn des Videos haben wir uns ja eine Karte angeguckt, die gar keinen Namen aufgedrückt hat. Und jetzt gucken wir uns das Ganze an, wenn das Gegenteilige passiert ist. Denn bei dieser Karte hier wurde der Kartenname nicht vergessen oder einmal gedruckt. Nein, er wurde gleich zweimal gedruckt. Und das Ganze ist nicht nur einmal passiert, sondern bei drei unterschiedlichen Karten. Ich blende euch die hier alle einfach mal ein. Es sind eben drei unterschiedliche Karten, wo deutlich eben der Kartenname öfters raufgedruckt wurde. Ich frage mich wirklich, wie das passiert. Anscheinend zeigt das ja zumindest hier diese drei Karten, dass erst der Kartentext gedruckt wird, dann vielleicht noch parallel gleichzeitig eben Spellcard, dann vielleicht noch das Spell-Logo und dann erst der Kartennamen drauf gedruckt wird. Passiert das so in verschiedenen Stufen? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall kann man sich das so vielleicht erklären. Bei diesen drei Karten ist auf jeden Fall was schief gelaufen und das Ganze wurde eben als ja, Playset quasi verkauft. Ich meine, es ist nicht dreimal die gleiche Karte, aber eben dreimal der gleiche Misprint und diese drei Karten wurden verkauft für sage und schreibe 160 Euro. Naja, 160 Euro für einfach nur einen doppelten Kartennamen. Ziemlich viel, oder? Also kann man zusammenfassend wieder sagen, dass Misprints auf jeden Fall einiges wert sind und für sehr, sehr viel Geld verkauft werden. Also Leute, falls ihr zu Hause vielleicht ein Misprint habt oder eine Karte, wo irgendwas falsch abgeschnitten wurde oder irgendwie falsch gedruckt wurde, behaltet sie, schmeißt sie auf jeden Fall nicht weg und verkauft sie nicht für irgendwie viel weniger, denn höchstwahrscheinlich ist sie viel mehr wert. Bedenkt jedoch, eine Karte ist natürlich nur so viel wert, wie eben jemand bereit ist, für diese Karte zu bezahlen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Duellieren.